Name your game. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play von Name Your Game aus der Ultra Retro Series. Heute spiele ich wieder ein Sportspiel und das wird sein Pro Wrestling aus dem Jahre 1986. Viel Spaß! Ich kann hier ein 2-Player- oder ein 1-Player-Game wählen und kann mir hier unten links den Charakter auswählen: Starman, Fighter, Hayabusa, King Slender, The Amazon, den nehmen wir gleich. Den finde ich cool. Starte jetzt hier links oben in der Ecke. Und werde jetzt direkt geschlagen, aber kann den Gegner an den Haaren ziehen. Und was macht er mit mir? Gibt es da nur 2 Schläge? Ein Double KO! Was ist denn da los? Jetzt geht's hin und her mit den Fäusten. Und wieder ein Double KO. Was geht denn hier ab? Aber jetzt das Cover. Und kann ich das halten? Kann ich das halten? Nein, er kann sich befreien. Nochmal ein Cover. Kann sich wieder befreien. Wird zwar angezählt. Oh, jetzt macht er mit mir, was er will. Ich muss jetzt ein bisschen in die Ecke, um eine Verschnaufpause zu bekommen. Jetzt habe ich seinen Kopf angebissen. Und jetzt ist aber wieder er am Zug. Ein Kick nach dem anderen, der letzte trifft und das war sein Kick und jetzt trifft mich noch ein Kick und noch ein Kick. Der Kameramann hält hier schon schön drauf und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht unter die Räder gerate, aber ich kann jetzt seinen Kopf bearbeiten und hol ihn wieder rauf zu mir und direkt wieder das Cover. Aber er kann sich wieder befreien. Es sind noch 3 Minuten 50 auf der Anzeigenuhr. Ich beiß mich wieder an seinem Kopf fest. Und das ist das erneute Cover. 2 Sekunden waren es diesmal. Jetzt covert er mich. Ich muss wieder aufstehen. Werde angezählt, aber kann mich befreien. Und erneut das Cover. Will mich wieder befreien. Und jetzt werde ich mir ein bisschen Pause gönnen. Und jetzt habe ich ihn zurückgeschlagen, aber jetzt kommt wieder das Cover von ihm. Das Monster muss jetzt hier aufholen. Komm schon, komm schon, komm schon. Schmettert mich wieder zu Boden, mein Gegner. Macht ein Cover. 1, 2, 3. Hat jetzt gewonnen. Starte erneut, aber diesmal nehme ich diesen starken Charakter, der hat mir sehr gut gefallen. Beginne hier mit einem Kick und hier wird sein Kopf schon auf den Boden geschmettert. Das sah ja ganz gut aus. Aber bekomme jetzt gegen die Brust einen Kick von ihm. Kann mich jetzt noch nicht ganz behaupten, aber jetzt das Cover von mir. 1, 2 Sekunden schon. Das muss noch ein bisschen länger gehen. Und meine Kicks landen jetzt im Leeren. Muss jetzt schauen, dass er mich nicht fertig macht. Und ein Double KO. Sehr gut. Jetzt zerre ich ihn wieder auf, aber der macht dasselbe mit mir. Das sieht eigentlich fast besser aus für ihn, aber jetzt kann ich ihn erwischen. Oh nein, das ist gefährlich. Das ist gefährlich. Aber ich kann mich noch im letzten Moment befreien und jetzt schon wieder das Cover. Muss mich wieder befreien. Aber wie oft will er das noch wiederholen? Gibt's ja nicht. Oh, direkt gegen den Kopf. Schön gemacht. Und wieder das Cover von ihm. Kann ich mich nochmal befreien? Ja, ich kann. Das ist Wahnsinn. Ich habe keine Ausdauer mehr und der Sieg geht wieder an den Gegner. Also ein richtig schwieriges Spiel hier. Game over heißt es erneut und ich muss mir jetzt einen neuen tollen Charakter suchen. Ich nehme jetzt mal den King Slender. Vielleicht schaffe ich es mit dem. Direkt mit einem Kick gestartet, aber der erste ging daneben und der landet direkt beim Gegner, aber er kann auch einen Kick landen. Bearbeitet mich jetzt und ich schicke ihn gegen die Winde. Und da geht's Schlag auf Schlag.
muss mich jetzt befreien da aus dieser misslichen Lage und kann ihn jetzt smashen. Hab das Cover zweimal gehabt. Nochmal. Zwei, komm schon. Ach, befreit sich wieder. Gibt's das? Das wäre meine Chance gewesen wahrscheinlich. Und wieder ein Double KO. Wo gibt's denn das? Und jetzt komm, mit dem Cover. Geht sich das aus diesmal? Zwei. Befreit sich wieder, das gibt's ja nicht. Das ist ja unglaublich. Gib mir hier drei Kicks nacheinander. Vier Kicks, jetzt muss ich mich befreien. Das ist ja nicht mehr normal. Und ich habe ihn jetzt aus dem Ring gehauen. Er wird auf 5 angezählt. Schick ihn jetzt wieder. Er kann sich befreien. Das ist ein knappes Match. Jetzt habe ich das Cover erneut mit dem blonden Engel und der Gegner befreit sich erneut und wieder ein Smash. Und jetzt das Cover, das muss halten. Zwei. Schlecht. Jetzt hat er bei mir das Cover, aber ich kann mich auch befreien. Das erneute Cover, warum geht denn mein Cover nicht durch? Jetzt muss mein Cover durchgehen, komm schon. Eins, zwei. Kann sich wieder befreien. Wieder das Gegencover. Wahnsinn. Schlag ihn. Schlechtes Timing von mir. Hat das Cover auf 2 und auf 3 und das ist ein erneuter Loss für mich. What a pity. Ich werde jetzt noch einmal einen anderen Charakter aussuchen. Ne, ich nehme den gleichen. Vielleicht klappt es ja jetzt besser. Und jetzt gleich direkt covern. Aber natürlich lässt er sich das nicht gefallen. Nehme ich hier auf und kann ihn hier schön prügeln. Dieser pinke Wicht. Er muss mal aufhören, hier mit dem Fuß zu arbeiten. Ich schmeiß ihn jetzt raus. Gehe jetzt auch aus dem Ring raus. Und wir kämpfen außerhalb des Rings. Ein richtig spannender Fight. Will er jetzt wieder reingehen? Komm raus. Wo bist denn du? Wir gehen beide wieder rein. Und er hat direkt den Vorteil, schon im Ring zu sein. Aber ich versuche mich jetzt hier aus der Ecke zu befreien. Das funktioniert. Und dann befördert er mich ins Aus. Das ist böse. Und jumpt hier direkt auf mich drauf. Aber ich kann hier auch kontern. Er will wieder in den Ring steigen. Das machen wir doch gerne. Und ich nehme ihn direkt wieder auf. Habe jetzt das Cover und das muss jetzt einmal durchgehen. Aber er befreit sich wieder und erneut das Cover. Jetzt muss es durchgehen. Wie oft kann er sich noch befreien? Das dritte Cover in Folge. Der hat doch keine Kondi mehr. Und jetzt befördert er mich ins Aus. Das gibt's nicht. Ich muss jetzt weg. Jetzt will er wieder in den Ring steigen. Okay, dann gehen wir halt in den Ring. Wenn du willst, Kollege. Wenn du meinst, Kollege, dann gehen wir in den Ring. Und jetzt gibt's einen Kick und das Cover von mir. Und das muss jetzt durchgehen, das weiß ich. Nein, es geht schon wieder nicht durch. Wieder von der anderen Seite aus. Und er schlägt mich gegen die Seile. Das hat weh getan. Aber jetzt schlage ich ihn gegen die Seile, kann ihn aber nicht erwischen. Und jetzt hat er mich im Cover. Muss jetzt mich befreien, das geht knapp noch. Und schon wieder das Cover. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt befreien kann. Aber irgendwie habe ich es geschafft und ich knall ihn jetzt raus. Der kann was erleben. Er gibt mir jetzt einen Hit. Komm, steh auf, Junge. Der will jetzt wieder in den Ring rein. So ein feiger Hund.
Und jetzt, dass dieses Cover geht durch, das weiß ich hundertprozentig. Nein, es geht wieder nicht durch. Junge, was machst du? Ein Double KO. Wieso kann er früher covern? Das gibt's nicht. Covert schon wieder. Aber ich kann mich wieder befreien. Haut er mich auf den Boden und ich glaube, das geht jetzt durch. Leute, ich weiß nicht, wie ich hier gewinnen soll. What a pity, wie schade. Ich werde es aber nochmals versuchen und diesmal nehme ich den großen King Koran hier. Oh, der kassiert gleich als erstes was. Aber jetzt gegen die Winde und ein Double KO. Und schon wieder ein Double KO. Wie oft soll das noch so gehen? Jetzt hat er mich mit seinem Knie erwischt, aber ich kann ihn wieder packen und wieder ein Double KO. Was ist denn das für ein skurriles Match? Bekomme jetzt einen Smash auf den Boden und kicke ihn jetzt. Er wollte mich jetzt kicken, aber das lasse ich mir nicht gefallen und jetzt direkt mit einem Super Cover. Und noch ein Cover. Aber er befreit sich erneut. Das dritte Cover in Folge. Irgendwann muss ihm doch die Luft ausgehen. Und wieder. Das ist das vierte Cover. Aber befreit sich wieder. Und das fünfte Cover. Er hat keine Chance mehr. Richtig gut von mir. Aber jetzt kontert er. Jetzt ist er voll am Zug. Muss jetzt aufpassen, aber habe ihn jetzt schlagen können. Kann jetzt nicht mehr kontern, muss ein bisschen mir Luft verschaffen. Und jawohl, das schöne Cover hier hinterher. Das geht nicht durch, leider. Jetzt knallt er mich auf den Boden draußen und kommt. Das hat wehgetan. Direkt kann ich hier nachlegen. Was macht er jetzt? Stirbt er auf dem Boden? Und das ist ein Draw Game, mein erstes Unentschieden. Jawohl, aber trotzdem Game Over. Das heißt, einmal werde ich es noch versuchen. Wen haben wir noch nicht genommen? Den Giant Panther. Ist ein bisschen wie der Hulk Hogan. Halte ihm jetzt meine Hand ins Gesicht und direkt ein Cover. Das geht natürlich nicht durch gleich beim ersten. Kann hier auch nicht kontern, schlecht gemacht. Und schon wieder mit der Hand ins Auge, sehr gut. Aber er kontert hier erneut. Der Kameramann wird schon nervös. So, komm, gib nicht auf, gib nicht auf. Jawohl. Das hat wehgetan. Und jetzt ein Smash von ihm. Jetzt macht er mit mir, was er will. Smash mich wieder und ich kann mich nicht wehren. Aber jetzt schön und das Cover. Geht's durch? Nein, es geht nicht durch. Jetzt mit der Hand ins Gesicht. Das ist mein Special. Nochmal. Komm schon. Es muss doch... Oh, das war wieder ein Double KO. Steh auf, steh auf. Wieso stehe ich später auf? Und jetzt kommt wieder das Cover. Geht's durch? 1, 2... Nein, es geht nicht durch. Jetzt muss nochmal ein Cover kommen. Jawohl. Geht wieder nicht durch. Aber jetzt ist er wieder am Zug und ich muss aufpassen hier. Jetzt hat er mich schon wieder erwischt. Und wieder mit der Hand im Gesicht. Wieder ein Cover. Wieso können sich die Gegner immer aus meinem Cover befreien? Jetzt macht er ein Cover, jetzt muss ich raus hier.
Das wäre jetzt wichtig, aber Game Over. Ja, Leute, der Sieg war mir hier verwehrt. Ich bin jetzt wieder Game Over gegangen. Aber wenn ihr das Spiel ausprobieren wollt, das gibt's auch, wenn ihr im Nintendo eShop ein Abo habt, könnt ihr dieses Spiel spielen. Wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, lasst ein Kommi oder ein Abo da. Es würde mich freuen. Wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Viel Spaß beim Zocken. Ciao.